Sattele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Mist Survival. Wir müssen ja mal weitermachen, ne? Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Gigi oder wie sie heißt, die könnte langsam mal hier ein bisschen aufräumen, ne? Hier sieht's aus, das geht gar nicht. Könntest mal was tun für dein Geld. Hunger, wir müssen was essen, das machen wir als erstes hier. Essen. Okay, es war Essen. Ich dachte gerade, wir würden jetzt was trinken. Wir müssen unbedingt was essen. Zieht sich erstmal eine Cola rein, ne? So nach dem Motto. Zack. So, hat das? Jawohl, hat es. Können wir die auch direkt benutzen? Trink. Dankeschön. Trinken ist ja kein Problem, das haben wir ja immer dabei in unserem großen Bottich. Aber, ja, ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Zeug hier. Wir müssen jetzt erstmal gerade... das kannst du mir mal geben. Warum liegt hier überhaupt hier überall das Zeug rum? Das weiß kein Mensch. Das war die Garden Soil, die Gartenerde da. Da müssen wir auch mal gucken. Aber heute möchte ich erstmal mit dir noch weiter Schrott sammeln gehen, damit wir unsere vier Zahnrädchen zusammenbekommen. Mit denen wir dann... Schön, das ist für Hunting Rifle. Mit denen wir dann hier... Einfach unsere Werkbank nochmal aufwerten können. Ich glaube, 3 ist das Höchste, ne? Dann haben wir die komplett aufgewertet. Und dann passt das. Gehen wir auf Seite. Ilse hier. Keiner will sie, ne? So. Ist mir... ich muss hier alles... Ich kotze gerade. Weg damit. Pfui, Deibel. Alles weg. So. Ach, ist das schön, wenn hier nichts despawnt. Das gefällt mir. Das ist so richtig meins. Das behalten wir mal. Da haben wir eine, ne? Jo, da tauschen wir aber. Machen wir mal so. Und die kaputte tun wir weg. Sehr gut. Das können wir behalten. Jawohl. Hier sieht's aus. Wie bei den Messis. Aber das ist der Charme. So. Dafür brauchten wir, wie gesagt, lass mich nicht lügen, 4 Zahnrädchen. Ein Zahnrädchen brauchte, glaube ich, 4-mal... Irgendwas? Ist hier eigentlich noch was drin? Natürlich ist hier noch was drin. So. Ein Zahnrädchen brauchte wie viel? 4 Stück. 4x4 sind 16 Barren dann. Und wir haben hier 4, 8, 10. Also 2 Rädchen können wir schon machen hier. Sehr gut. Sind auch nur 1,5 Stunden. So, so, Teleporto Base, was? Die kann das machen hier, mach mal. Task und bei NPC. Ich hoffe, die kommt jetzt selber hier raus. Gucken wir mal, ob die das macht. Ach, die steht auf wundersame Weise da. Na dann. Macht Spaß, deswegen mache ich das. Nein. So, guck mal hier, da haben wir noch das, das und das. Das könnte ja schon fast reichen, da haben wir ja noch 2. Oh, cool. Jetzt habe ich mich natürlich selber geschlagen. Jetzt müsste ich gucken, was wir sonst noch so machen können. Weißt du? Voll geplant. Nix geht hier. Super. So, die ist leer hier, die Schublade. Die ist leer. Hier kann noch ein bisschen raus. Gib mal her. Nehmen wir alles mit. Das muss auf jeden Fall gut weg. Das hier ist wieder Karabiner-Munition. Den Rest bringen wir gleich weg. Dann können wir noch ein bisschen looten gehen. Können wir uns ja vielleicht das Dorf hinten angucken. Das Western-Dorf noch. Den Rest. Die eine Seite, wo der Seeker rumläuft, wo wir noch nicht waren. Wo ich mir in die Hosen gemacht habe und gelaufen bin, ne? So, nein, warte, das kommt erstmal da hoch. Munition ist wichtig. Zack, zack. So, dann macht die Olle wenigstens noch was für ihr Geld hier. So, das Hühnchen könnten wir auch zerlegen. Wir haben noch keinen Kühlschrank. Müssten wir auch mal bauen. Wo tun wir den eigentlich hin? Den könnten wir mal oben hinbauen und dann gucken wir, was das so bringt. Das Essen behalten wir mal. Ja, Boost wird gebraucht für ein Molly, ne? Das droppen wir alles mal hier. Wofür wird eigentlich die Zigarette gebraucht? Ich habe keine Ahnung. Das ist alles Essen hier. Drop, drop, drop. So, damit wollen wir schießen. Haben wir hier noch irgendwie Platz? Nein. Da ist noch Platz, aber da sollten nur die Dingens rein. Hier ist noch Platz. Nö. Machen wir hoch. So, so, so. 1, 2, 3 mal Essen reinpacken. Hier kannst du Essen reinpacken. Das Hühnchen hat noch 75%. Damit warten wir ein bisschen, ja? Das zerlegen wir erst, wenn wir... Schwupp, schwupp. Wenn wir kurz vorm Vergammeln sind. Warte, kannst du hier noch reinmachen? Kann ich hier noch einen reinmachen? Assign AI to work. Kann sie auch noch machen. Bitteschön. So, hast du was zu tun? Hier können wir wieder reinschmeißen. 8 sind 4. 8 sind 4. Dann haben wir es ja schon.
Oh, Melt, Melt, Melt. Base Meltor hier. Sehr gut. Ach nee, das war was anderes, ne? Aus der Gilde Lords of Onage. Wer kennt's noch? Den guten alten Barlow? Aus den WoW-Zeiten. Oh. Das ist ja auch sowas, ne? Sollen wir jetzt ja mal hier so eine Selbsthilfegruppe machen? Oder, wie heißt das? Turret Station ist eins, okay. Können ja mal hier so schamlos offenbaren. Schreib einfach mal rein in die Kommentare. Hast du früher auch WoW gespielt? Ja oder nein? Spielst du es vielleicht heute sogar noch? Ja, würde mich mal interessieren. Einfach in die Kommentare schreiben. So, wenn ja, was spielst du? Ich gebe es zu, ich spiele es seit 14 Jahren. Jetzt nicht mehr so exzessiv wie früher, aber immer noch mal ab und zu. Horde Paladin. Yee! Tank DD. Das macht der Ede. In WoW. Ab und zu, wie gesagt. Und da waren wir auch schon lange nicht mehr. Aber ich will jetzt hoch ins Western-Dörfle. Und können dann erstmal den Kommentar vom lieben Jochen lesen. Der schreibt: Hallo Ede, wieder mal eine tolle Folge. In der Tanke im Wild-West-Town liegen rote Getränkekisten rum, in die man wunderbar die grünen Flaschen einsortieren kann. Echt? In der Tanke, aber nicht in der Tanke hier. Da waren wir ja drin, ne? Da müssen wir mal gucken gehen, da oben. Reicht es eigentlich, wenn wir uns aufs Dach stellen von unserem Auto? Um den Seeker da kaputt zu machen? Würde mich mal interessieren. Müssten wir mal gucken. Da hinten ist ja noch eine Kirche, ne? Oh, hier waren auch die Wölfe und alles. Wir müssen gucken. Hab keine Lust zu sterben. Der hat ja eine Akku-Range, die ihresgleichen sucht. So, mach mal aus. Die Kiste. Sehr gut. Ich glaube, der trifft uns hier oben. Der ist ja größer, ne? Was meint ihr? Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht der? Halt die Klappe, Wolf. So, und wo ist hier eine Tanke? West Town. Wo geht's eigentlich da hoch, wenn ich mal fragen darf? Ins Nichts. Okay. So, wo läuft der Fuzzi rum? Da kommt er schon. Jetzt können wir testen. Ja, wie sterben können wir nicht? Nein! Hallo! Komm her! Alter! Wolf, geh mal den Seeker machen! Juhu! Waren das mehrere? Er kommt wieder. So, probieren wir es aus. Er klettert. Okay. Was zum Teufel? Geht mit dem ab. Na komm, lad mal nach. Alter. So, Ruhe. Jetzt können wir Wild-West-Horn looten, ne? Mann, Mann, Mann. Ist das Vieh hässlich. Ich weiß nicht, was diese Tentakel hier sollen. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Und zur Pediküre könnt ihr auch mal wieder, so wie die Zähne und Fingernägel aussehen. Wo ist denn hier bitte der Wolf? Hängt der da irgendwo oder was? Naja, er kann bleiben, wo er will. Wir gehen jetzt erstmal looten hier. Aha, die meint er bestimmt, ne? Take Locks? Nein. Move. Mhm. Dann nehmen wir uns so mal eine mit. Zack. Wenn der liebe Jochen das schon sagt, eine reicht erstmal. Ist das hier ein Seil, was wir nehmen können? Nein. Move? Was will ich denn damit? Was will ich mit dem Fass? Hallo. Jemand zu Hause? Klar. Schnappes muss hier sein. Oh, die schon wieder. Move? Nein. Will ich nicht. Klebeband brauchst du immer, wenn du Billard spielst. Auf jeden Fall. E-Open, was da drin? Munition! Munition, Salz können wir auch gebrauchen. Dankeschön. Die kann ich auch benutzen. Die kannst du alles mitnehmen und kannst dir voll deine eigene Bar bauen, ne? Irgendwie so habe ich Gefühl. Empty Bottle, hier ist nicht mehr viel. Wow, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Alter, und wir haben natürlich keinen Stift dabei. Die habe ich gerade eben weggeräumt, weißt du?
Die wollen mich doch veräppeln. Aber da ist einer. Sehr gut. Ha, wir haben auch noch Glück. So, Split Half, Drop One. Wie können wir den benutzen? Drop, Split Half. Was? Ach doch, nicht Drop. Gib her. So, ich will wieder Tab drücken. Split Half, so, Drop. Nee, muss ich den benutzen hier oder was? Ach nee, ich muss in die Karte, ne, Idiot. So, Current Location, Event Location. Das ist direkt bei uns hier. Aha. Müssen wir zurück an die Ecke. Die Frage, ob uns das was bringt, ne? Das ist hier die Frage. Ich würde eigentlich gerne hier looten. Da ist noch einer. Da ist schon wieder einer. Wie schnell bist du denn bitte gerespawnt, ey, wenn ich mal fragen darf? Oder sind hier auch zwei? Hier mal beim Event gucken. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, hier ist nur einer, ey. So, sind wir jetzt vorbeigefahren? Ne, das müsste hier oben auf der Kante sein, ne? Hier irgendwo. Alter, ey. Herzinfarkt. Oder bin ich jetzt schon wieder vorbeigefahren? Ich bin schon wieder vorbeigefahren. Ich bin hier hinten, da war das. Ich Idiot. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Mann, 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 Mann. So. Ja, ein Chaos hier heute. Da steht das Auto doch, ne? Oder? Hier ist der Truck. Hier war das irgendwo. Hier, wo die Straße an der Seite rauskommt. Irgendwo hier muss das sein. Was ist das Schild? Da ist das Auto doch. Guck, sind wir schön vorbeigefahren. So, Open Door. Rescue. Proceed. Natürlich retten wir dich. Ja, da hängt. So, mein Lieber. Thank you for saving me. Kein Problem. This is a small thing I can give in return. Dankeschön. Add to your inventory. Trade, was kann der denn hier? Oha. Oha. Alles klar. Alles klar. Was ist das denn hier bitte? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn du mir die geben willst. Value. Deal. Gib dir mir die einfach, oder was? Ach, your items. Nein, jetzt habe ich ihm das gegeben. Das hier hätte ich gern. Materials. Meine Waffe. Jetzt habe ich dem echt unsere AK gegeben, ich Idiot. Kann ich die irgendwie wieder haben? Trade. Nein. Der gibt uns unsere AK nicht wieder, der Sack. Na toll. Wie wär's hiermit? Value. Blablabla. Mann, ey. Wie blöd muss man sein? Eine Axt? Okay. Dann könnte man jetzt nämlich fischen gehen. Oh. Nein, viel Glück. Hau ab. Nicht in Ruhe. Vor der Fährst muss ich aber hinten reingucken. Ah, ein Basie. Den brauchen wir nicht. So. Tschüss. Das ist natürlich dämlich, ne? Jetzt habe ich dem unsere AK gegeben, ich Idiot. Komm, wir gehen gucken. Gehen wir nochmal zu Mr. Seeker. Ist der jetzt so schnell respawned oder laufen hier zwei rum? Dieser Wolf geht mir auch tierisch auf die Nüsse. Da ist er schon wieder. Guck. Wenn er im Auto sitzt, macht da nichts. Interessant. So, komm ich auf den Schulbus. Hallo! Man hört den Wolf, man sieht ihn aber nicht, ne? Ja, genau. Alles klar. Lalala. Da kommt er hoch, ne? Hm? Aua! Was zum Teufel ist nicht richtig mit dir? Unglaublich, das Vieh, ey. Ja. Scheiße rum. Das mit X, das war wohl nichts. Wir haben gleich keine Munition mehr. Hast du gut gemacht, Ede. Aber wie schnell der respawnt, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Junge, ist der hässlich, ey. Bah. Mal auf. So,
Ich meine, er macht ja keine Türen auf. Das heißt, wir könnten immer von Haus zu Haus laufen und einfach alles looten hier. Oha, was ist das denn? DSG-Suppressor. Neue Weste, Munition nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Krass. Dankeschön. So, was hier drin? Noch mehr Munition. Ich meine, ist ja ein Waffenladen hier, ne? Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. So, was da drin? Nix. Nix. Haben wir hier. Alles zu. Das ist so eine Werkbank, ne? Kann man die mitnehmen zufälligerweise? Schwarzpulver nehmen wir mit. Was hier drin? Noch mehr Schwarzpulver? Nee, danke. Eieieiei. So. Oh, ein Zahnrad. Noch besser. Stehst du hier vor der Tür oder was? Wo ist das Vieh? Man sieht das nicht. Ist der unsichtbar oder wie? Oder steht auf dem Dach? Hm, müssen wir mal gucken. So. Der Klaus schreibt, moin moin lieber Ede. Dass du bist, finde ich super. Darum gucke ich die Videos von dir. Weil du halt eben du bist. Spaß beiseite. Menschen sind nun mal verschieden, was auch gut so ist. Jeder hat seinen Stil und somit auch seine Community. Ich finde dich und deine Videos klasse, sehr unterhaltsam und spannend. Bleib einfach so, wie du dich wohlfühlst. Vielen Dank für diese tolle Folge, deine Zeit und Mühe. Liebe Grüße an dich und alle Edenauten. Danke, Klaus. Dankeschön. Das geht natürlich runter wie Öl hier, ne? Vielen, vielen lieben Dank. So, und ja, das werde ich auch bleiben. Also, ich werde mich für nichts und niemanden hier verbiegen, ne? Oder einen auf Clown machen, nur damit du mehr Zuschauer hast. Das machen wir nicht. Ede ist Ede und Ede bleibt Ede. So, wir müssen gerade mal das Zeug hier wegbringen. Wenn jetzt vom Wolf angegriffen werde, dann werde ich sauer. Und wenn jetzt schon wieder ein Zika da kommt, dann werde ich auch sauer. Ne, die drei, die müssen hier hin. Das muss weg. So. Mal voll die Schublade hier. Bitteschön. Ah, hier haben wir noch das Zeug drin gehabt. Das Stealer, das ist das Letzte, was fehlt zum Angeln, ne? Das heißt, wir könnten jetzt angeln. Solange er noch da liegt, ist er nicht, Polizei, hier könnte auch irgendwie was drin sein. Gucken wir mal. Nix. Vielleicht haben die ja irgendwie Waffen hier drin im Auto. Ja, wäre cool, wenn man das hier irgendwie flott machen könnte. So, wenn ein Polizeiauto durch die Gegend fährt. Das würde ich fühlen. Und dann Sirene an. So. Das wäre lustig. Eieiei. Mach mal auf. Aha, Gefängnis. Papier, Papier, überall nur Papier. Papier haben wir erstmal genug. Hier ist noch Munition, die können wir nehmen. Schon vom Dorfsheriff hier. So, oh. Crowbar. Jo, mach mal. Proceed. Dankeschön und Dankeschön. Besser als nix. Interact, okay. Eine Jeans. Und Überreste. Was ist das? Zigarette? Okay, nein, danke. Nein, danke. Da steht er schon wieder. Willst du mich veräppeln? Wie schnell sind die Viecher bitte hier? Kannst mir erzählen, was du willst. Oh, ich bin jetzt hier weg. Schnauze voll. Brauchst du ja hunderte Schuss? Oder ist der da Buggy? Aber wenn der noch da liegt, entweder legt er jetzt gleich erst los. Oder... Hier sind wirklich zwei. Schreibt mal in die Kommentare. Sind hier zwei oder habe ich irgendwie Pech? Ich habe keine Ahnung. Hexekati schreibt übrigens. Da jault er rum. So, Hexekati schreibt: Hallo Ede, bitte bleib so zerstreut und chaotisch, wie du bist. Ich habe sehr viel Spaß beim Zusehen. Das freut mich, Kati. Das freut mich. Genauso soll es sein, ne? Genau so soll es sein. Wir haben ja ein bisschen eingesammelt. Unter anderem dieses komische Plastikding da, wo wir die Flaschen reinstellen können. Gucken wir mal. Wir müssen jetzt nach Hause gucken, dass wir mal einen Kühlschrank hinkriegen. So. Gibt es hier auch Solarpanels oder? Da gehe ich erst hin, wenn ich wieder mehr Shotgun-Muni habe. Damit kriegen wir den ja ganz gut kaputt, den Seeker. Aber wir haben nicht mehr viel. Weil ich da durch die Gegend baller und unser Auto kaputt schieße. Ist aber auch schwer, den zu treffen. Du zielst genau auf den Kopf und einmal triffst du den Rand vom Auto, dann triffst du ihn wieder. Ein bisschen blöd. Ich dachte, auf dem Schulbus da bist du sicher. Pustekuchen. Aber vielleicht sollten wir den Revolver wieder voll machen. So, mal gucken, was Gigi mit den Zahnrädern gemacht hat. Dann können wir wenigstens unsere Werkbank aufwerten. Ruckel, ruckel. Steht immer noch da rum, die Olle. Meine Güte. Ich war hier stundenlang mein Leben riskieren und du hast noch nicht ein paar Zahnräder fertig, ne? Unglaublich hier. So, gib mal her. Dankeschön.
Fehlt immer noch eins. Machen wir weiter hier. Die sind eingeschmolzen. Können sie bleiben. So, machen wir auf hier. Dankeschön. Mutzion. Wofür ist der hier eigentlich, der Suppressor? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Used to under, new structure on a blueprint, okay. Nice, mal gucken, was wir damit machen können. Den hier kannst du gerade essen. Auf das wir wieder Food Poisoning kriegen. Ganz dringend brauchen wir das. So, das noch eins. Jetzt haben wir schon drei. Brauchen wir das eine noch? So, was ist da unten drin? Hier ist nochmal Munition. Den können wir auch mitnehmen. Dann können wir nämlich bald mal angeln gehen. Die sind auch ganz wichtig. Die müssen auf Seite. So, die sind Gold wert. Deswegen packen wir die mal hoch. Wir könnten hier eigentlich noch einen Schrank für die wertvollen Sachen machen. So, Pistole. Pistole. Oh Mann, ey, Weste, Weste. Revolver ist das. Das hier ist fürs andere. Dann tun wir die jetzt erstmal da rein. Die sind wertvoll. So, und das hier ist auch noch Hunting Rifle. Passt auch da rein. Sehr gut. Sehr gut. So. Das Kochding ist da. Dann könnten wir den, den Kühlschrank könnten wir dann irgendwo hier hinstellen, wenn ich jetzt wüsste, wo man den baut. Wahrscheinlich wieder am Strom. Ah ne, hier, guck mal. Fridge, 20 Storage, Small. Okay, der braucht auch schon wieder drei. Könnten wir die jetzt hier hinstellen so? Bitte drehen. Ist die jetzt so rum oder andersrum? Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, so rum. So, bitteschön. Bitte bau mal. Oh, Mist-Event. Nein. Und sie steht draußen an der Schmiede, weißt du? Jetzt wird's mal interessant. Mal gucken. Haha. Bin ich gespannt. Oh, ist richtig rum. Nice. So, aber... Oh nein. Nein. Ich hab die Zahnräder da reingemacht. Na toll. Ganz toll gemacht, Ede. Ganz toll. Super. Ne? Gibt's doch diese, wie heißt es, den einen Soundeffekt, den viele haben in den Videos, immer dieses ne? So ungefähr komme ich hier gerade vor. Naja, Martina schreibt, hallo Ede, die roten Komponenten kannst du übrigens auch zu Low-Quality-Metal-Barren einschmelzen. Das geht nicht nur mit dem Metallschrott. Liebe Grüße und vielen Dank für deine Videos von der Waterkant. Danke Martina, dankeschön. Gut zu wissen, wusste ich nämlich noch nicht. Das ist zu. Können wir die auch einschmelzen, wenn wir wollen, ne? Dann können wir auf jeden Fall ohne Probleme unsere kleinen Dingels da, unsere Zahnrädchen wieder machen. So, nehmen wir mal die. Alter, was hier alles rumliegt. Kann hier jetzt mal wieder aufräumen. High Quality Metal Scraps? Nein. Das ist 50 Kill. Da liegt noch Munition. Rifle Ammo liegt da noch rum. Wieso? Wieso liegt da Stroh, ne? Oder wie war das? Da ist Essen, Trinken und was weiß ich drin. Da ist noch das drin. So, wir haben immer noch zwei. Das ist gut. Dann können wir die locker machen. Dann können wir die locker machen. So. So, da liegt auch noch einer drin. Oh Mann, ey. Ich muss echt mal aufräumen. Am meisten ärgere ich mich immer noch, dass wir die AK da dem getradet haben für nix. Gott, ey. Da ist noch... Ah, guck mal hier. Warum ist eigentlich unsere Main Hand hier alles leer? Ich habe ihm unsere Axt gegeben. Echt jetzt? Okay, jetzt weiß ich auch, warum alles leer ist. Gib mir die mal hier. Zack, dankeschön. So, tun wir die halt hier rein. Wir haben ja genug hier, wie wir sehen. Ne? Wir haben ja genug. So, ich würde gerne hier Status, Equipment, nein, Gears, Back, Fishing. Die Lure fehlt noch. Zack, tada, ready to use. Wir könnten fischen gehen, Leute. Wir könnten fischen gehen. Sehr gut. So. Jetzt gucken wir mal, was Gigi so drauf hat. Ob die sich da wehrt. Ob die das überhaupt nicht interessiert. Ah, wie ich sehe, ist sie heiß begehrt. Die macht... So kann man die natürlich auch anlocken, ne? Guck's dir an, ey. Guck sie dir an. Warum packt er das direkt weg? Wie sie alle auf ihr rumhauen und nichts passiert. Geil. Lass sie mal. Dann können wir noch ein paar Kommentare lesen. So, der liebe Jürgen schreibt, falls du den Vorschlaghammer noch nicht hast, den findest du in einer Stadt im Außenbereich. Da
Verkloppt aber nicht alle lootbaren Karren. Der Sprit da drin spawnt immer recht schnell nach. Okay, gut zu wissen, Jürgen. Gut zu wissen. Aber Karren habe ich ja eh immer sehr, sehr selten zerkloppt. So. Also das ist echt, so kann man gleich gehen, mal gucken, was sie alles haben fallen lassen, ne? So, Volker Erik Himmel schreibt, Glück auf zusammen, wie immer Ede, blind wie ein Maulwurf, aber einfach nur gut, ich lache mich jedes Mal schlapp. Was? Wer ist denn blind wie ein Maulwurf? Hallo? Ja genau, komm, guck mal da hinten. Da ist eine flotte Dame an der Schmiede, geh mal zu deinen Kumpels. Das hat so ein bisschen was von Belästigung, ne? Komm, weißt du, jetzt stell dir mal die Typen vor, so eine Sprechblase drüber. Zeig mal Füße. Das ist so dumm. So dumm. Komm, wir machen hier weiter. So, wir bauen das. Zack. Hell, das ist auch drin. Sehr gut. Ja, fallt um. Fallt um. Okay, wir können gucken gehen. Perfekt. So kann man natürlich auch an Loot kommen, ne? Wenn da was drin ist. Ich weiß noch von früher. Da war dann kein Loot drin. Du musstest die anschießen. Aber, guck mal, sie liegen ihr zu Füßen. Das geht echt. Haha. Sehr gut. Es muss immer wer an der Schmiede stehen. Finde ich gut. So. Vor allem, wie sie alle immer nur Kartoffeln mitbringen hier. Was soll das? Als. Nix. Da hinten liegt noch einer. Wer ist das denn? Ach, der hat mal einen Regenmantel und so an. Okay. Oh. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Amount left, 1,45 Minuten. Ja, warum macht sie nicht weiter? Weil ich das Zeug hier rausgenommen habe, oder was? 4, 4, 2, brech mal ab. Cancel. Cancel Task. So, dann machen wir das mal so. Zwei Stück noch. Ah, jetzt habe ich selber gemacht, ich Idiot. Okay, schnell rein. Hier, Peter. Nein, zumachen, nicht auf. Wie viele haben wir jetzt? 4. Damit können wir jetzt unsere Werkbank aufwerten. Das ist sehr gut. Das heißt, wir brauchen noch 15 Schrott. Ich tue die 4 mal hier reinlegen, ja? Dann weiß ich, wo sie sind. Nicht, dass ich sie wieder fälschlicherweise irgendwo einbaue. Also, 15 Metal Scraps brauchen wir. Die eine Kiste, die haben wir auch da hinten irgendwo liegen. Eieiei, was ist denn heute los hier? So, wo ist die Kiste? Hallo, ich will da noch einen. Was ist das Ding denn? Hatten wir irgendwo hier drin, ich weiß es genau. Lalalala. Oder auch nicht. Habe ich das hingetan? Wir hatten doch die, Mann! Wer ist es hier? Die große Kiste. Die Waffenkiste da. Die wir brauchen, um das aufzuwerten. Metal Case? Nein. Hier liegt sie nicht rum. Was ist da? So, ist sie hier drin? Nö. Schön, dann ist sie sonst wohin. Geil. Da liegt noch Feuerholz. Hier ist auch nichts drin. Naja, gucken wir mal oben. Hat man die vielleicht oben drin? Kann das sein? Ja, guck, da haben wir eine. Split One. Sehr gut. Dann können wir die auch da rein tun. Hier ist nichts drin. Wir können noch nach den Elektronikteilen suchen. Da brauchen wir ja 3 Stück für. Was ein Kackwetter. Liegt hier irgendwo Elektronik rum? Nicht, dass ich wüsste. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da liegen Granaten rum. Okay. Komponenten. Betonblöcke. Alles fliegt hier rum. Hier ist alles möglich. Wusch, ne? Aber guck mal, wenn hier noch Platz ist, dann können wir jetzt mal das andere Zeug hier reinpacken. Warum sind Kartoffeln eigentlich immer einzeln? Kann mir das mal wer verraten? Oh, können wir uns mal ein bisschen leer machen hier. Auch voll. Hier passt noch rein. So, bitteschön. Das behalten wir mal. Was kann da rein? Der kommt gleich weg. Die Crowbar, die lassen wir auch mal hier so rum. Wo ist das Elektroteil, was wir hatten? Haben wir das verbaut? Ich glaube, das hatten wir verbaut für den Generator, ne? Ist natürlich ärgerlich.
Die liebe Monikama schreibt, lieber Ede, du bist ein Original und das sollst du auch bleiben. Ich folge auch dem anderen Streamer, um den es hier geht und mag diesen auch sehr. Aber ich bin froh, dass es zwei tolle Streamer hier gibt und nicht eine Kopie des anderen. Mir macht es Spaß zu sehen, wie unterschiedlich ihr das Spiel angeht, wenn ihr mal dasselbe spielt. Abgesehen davon war das heute wieder mal eine tolle Folge. Dankeschön, Monika. Dankeschön. Ja, und genauso soll es sein. Ne? Ich gucke ab und zu, wenn ich mal Zeit habe, auch bei dem anderen Streamer rein. Aber da schreibe ich nichts. Ich bin dann immer so stiller Zuschauer. Und guck einfach ein bisschen zu, was der so treibt. So. Zack, zack. Sehr schön. Sehr schön. Dann kann der auch hier rein. So. Fehlt nur noch Schrott. Screw. Nein. Können wir auch Schrott machen? Das wäre gut. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So. Können wir denn den Vorschlaghammer craften? Aber ich glaube, für den Vorschlaghammer brauchen wir gute Sachen, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall gute Metallbarren. Nicht die Billo-Barren. Das ist das Problem. So, Gewitter ist vorbei. Nein, Spaß. Sehr gut. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 13.51 Uhr. Wir haben richtig, richtig Durst. Und essen müssen wir auch was, sehe ich gerade. Machen wir das doch, oder? Oh, hier flogen ja so viele Dosen rum. Vielleicht sollten wir doch mal vernünftige Haufen machen. Filter, nein. Da, Canned Fruit können wir nehmen. Canned Fruit können wir nehmen. Können wir hier beide essen, wenn es sein muss. Kommt da mal ein bisschen was weg, ne? Ist ja schon jede Menge hier. Oh, Dattelbär TV schreibt, schöne Folge. Dankeschön, Dattelbär TV. Und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wenn wir uns noch nicht kennen. So. T-Platzek schreibt, moin, du kannst durch den Bach fahren und lauf auf dem Turm mal ums Eck. Da liegt oft was Gutes. Echt? Müssen wir gleich schon mal gucken gehen. Wie lange geht dieses Gewitter? Ist das auch mal vorbei hier? Wir wollen noch was tun, können nicht raus. Wie sieht Essen, Trinken aus? Ganz gut. 30 Grad. Ist bestimmt so ein Sommermonsun hier. Was mit dem? Das feiere ich hier. Wir brauchen 3 Electronic Parts. Metal Scraps, gehen auf 6. GG, trotz Wind, Wetter und Mistviechern. Wir sind schon eine Arschgeige, ne? Wir lassen sie einfach draußen im Regen stehen. Okay, Maso Pilami schreibt, hallo lieber Edo und Edenauten, nach deiner verdienten Pause habe ich jetzt erstmal gewartet und mir die letzten Videos auf einmal angesehen. Okay. Die Neugier hat gekickt. Mein innerer Monk zuckt jedes Mal mit dem einem Auge, wenn du deine Schränke öffnest. Aber sortieren kann ja auch jeder. Genau. Ich nenne das jetzt ein geordnetes Chaos. Bitte, bitte mehr von diesem tollen Spiel. Schön, dass du zurück bist. Bis zur nächsten chilligen, entspannten Runde Mist. Dankeschön, Maso Pilami. Dankeschön. Guck mal. Bei diesem tollen Kommentar hört auch direkt das Unwetter auf. Sehr gut. Dann können wir noch ein bisschen Schrott sammeln gehen. Wunderbärchen. So. Gefällt mir. Sehr, sehr schön. Und ja, mittlerweile sind wir von den Schränken weg und zum Haufenprinzip übergegangen. Wie du siehst, da ist nur eine drin. Sehr gut. Weil das kann ja auch jeder, ne? So. Gucken wir mal. Die steht echt immer noch da rum. Naja, lassen wir sie stehen. Du machst das schon. Da können wir einfach durchfahren. So, kommen wir denn hier hoch? Ich hoffe es. Ich kenne mich. Probieren wir es. Bob, Bob. Sehr gut. Gucken wir erstmal da hinten. Da waren wir schon lange nicht mehr. Hier ist bestimmt respawned. Aber die Deppen sind auch wieder in der Hütte, ne? So, erstmal außen gucken hier für den Schrott. Ach, guck mal da. Neue Axt. Nice. Nice, nice, nice. Was sagt das Auto? Das Auto sagt, lecker. Und eine Crowbar. Oh, ja, aber schon. Können wir die eigentlich zerlegen? Kann ich die einschmelzen oder so? Das wäre mal interessant zu wissen. Eine Zündkerze können wir auch gebrauchen. Macht 3 Minuten. Dann haben wir noch hier. Fill the can. Dann kann ich nämlich hier gerade wieder ein bisschen runter scrollen. To the next. Mitnehmen. Nicht liegen lassen. Genau. Runter scrollen. To the next comments. Nicht, dass ich die wieder vergesse. Ich will hier raus. Dankeschön. Da. Euch brauche ich. Euch brauche ich für den Kühlschrank. Dann können wir nämlich auch den kleinen Piepmatz auseinandernehmen. Genau. Flaschen. Wir wollten ja gucken, ob wir die da reinpacken können. Aber ich denke schon. Warum sollte da Blödsinn erzählt werden? Dankeschön. Hier noch irgendwas. Warum hüpfen die eigentlich in dem Haus rum?
Weißt du? Die sind so blöd, bei dir die Türe aufzumachen und reinzukommen, aber hier in dem Haus hüpfen sie rum. Lass die Türe zu. Ja, bestimmt wer da drin eingesperrt. Die Frage, will ich unseren letzten Schuss benutzen? Ja, will ich. Hallo? Weg mit dir, komm her. Weg mit dir. So. Zack. 7 Schuss noch. Das fühle ich. Und hier? Nehmen wir auch mit. Sehr gut. So, was liegt da? Schon wieder eine Pistole. Was sollen wir mit den ganzen Pistolen? Animal Hide, Stift, Holz, Regenmantel. Da gibt's was zu essen. Schauen wir hier, 762er Munition. 762er Munition. Da ist noch eine Flasche. Hat sich gelohnt. Hashtag Not. Sehr gut. Geil. UDR schreibt, guten Morgen, Ede. Wie ich schon mal erwähnt habe, du bekommst Schrott, wenn du die Autos zerlegst mit dem dicken Hammer. Ja, den müssen wir uns aber erstmal bauen, den dicken Hammer, ne? So. Bitte hier lang. Oben Kurve. Dankeschön. Jetzt gehen wir mal da oben um die Ecke gucken. Wow. So. Wie sieht's hier aus? Ist hier auch wieder Benzin drin? Nein, schade. Könnte da oben drauf was liegen? Wir gucken mal, ja? So. So. Leider nix. Okay. Und weiter geht's. Ah, hier ist noch unser Fischpond-Ding da. Sehr gut. Auf da. Alter, wir sind heute wieder total am Eskalieren von der Zeit her. Okay, hier ist nichts. Einfach nur nichts. Das Bett steht da in der Mitte. Komm auf. Ist hier noch was drin? Ja, nehmen wir mal mit. So, sonst noch was? Nägel. Vielleicht irgendwo Schrott oder so. Guck mal da. Ha, die können wir gebrauchen. Sehr gut. Da ist leider nichts drin. Aber schon 2 von 3. Mann, wir sind gut. Wir sind echt gut. Hanftroll schreibt, zu dem einen Kommentar fällt mir nur ein, nur Original ist legal. Wie immer eine schöne Folge. So. Ja, wir müssen dazu auch sagen, jeder kann schreiben, ein Reh. Jeder kann hier natürlich schreiben, was er möchte, solange er niemanden beleidigt, ja. Oder irgendwie, ja, ihr wisst, was ich meine, ne. Sexistisches, irgendwie. Ah, komm, komm. So, bin ich einfach durchgefahren? Oder liegt es da irgendwo? Wo ist es? Einfach weg. Schade. Also, ne? Nichts Frauenverachtendes, nichts Menschenverachtendes, nichts irgendwie, keine Ahnung, ne? Komisches. Warum geht das hier jetzt auf einmal nicht? Ich bin doch eben auch da durchgefahren. Zählst du hier? Komm schon, also, passt doch. So, halt die üblichen Sachen, ja? Das, was man normalerweise nicht machen sollte, ne? Das wollen wir hier natürlich nicht sehen. Aber das war ein ganz normaler Kommentar, der jetzt keinen beleidigt hat und so weiter. Da haben wir auch vernünftig drauf reagiert. Und damit hat sich die Sache für mich dann gegessen. Oder erledigt, sagen wir mal so rum. So, das kann ich nicht mitnehmen, weil voll. Machen wir jetzt. Wie gesagt, zumachen, nicht auf. Geht's noch? So, 2x Strom, Elektrozeug da rein. Passt ja auch. Joe Hammer schreibt noch, erster, super Videos. Dankeschön, Joe. Habe ich dich zwar nicht als erster vorgelesen, aber was soll's. Biber schreibt, wie super. Was? Wie super, aber du hast das, den Smile vergessen. Das dämlich wäre ironisch gemeint. Das checke ich gerade nicht. Und Leona schreibt noch, hast du der Frau inzwischen ein paar Klamotten besorgt? Nö, die hat doch was an. So, hier, rein da. Zack, zack, zack. Ah, nur noch 2. Ein Elektroteil und 2 Metal Scraps. Dann haben wir bald einen Kühlschrank hier. Gefällt mir. Sehr, sehr gut, ne? Sehr, sehr gut. Der Kühlschrank-Grind. So sieht's aus. Wenn dir dieser Grind gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.